Hey Internet und YouTube, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Woche habe ich euch ein Low-Carb-Frühstück vorgestellt. Wer das verpasst hat, klickt einfach hier drauf. Und heute möchte ich euch ein Frühstück zeigen, das wahrscheinlich die meisten von euch frühstücken. Müsli. Ganz interessant ist aber, warum ist das so? Warum essen wir lieber Süßes zum Frühstück statt salzig oder fettes? Das hat einen ganz einfachen Grund. Kurz nach dem Aufstehen ist unsere Insulinempfänglichkeit der Körperzellen am höchsten. Das heißt, wir stehen auf und unsere Körperzellen sind total wach und können jegliche Art von Kohlenhydrate am besten verwerten. Deswegen sagt uns unser Körper ganz unterbewusst, hey, auf geht's, frisch gepresster Orangensaft oder Früchte oder eben auch ein Müsli. Im Laufe des Tages nimmt dann die Insulinempfindlichkeit immer mehr und mehr ab. Und gegen Ende des Tages sind wir so halbe Diabetiker. Das heißt, wir verwerten die Kohlenhydrate, vor allem den Zucker, relativ schlecht. Doch kommen wir zurück zum Müsli. Die meisten industriell hergestellten Müslis sind alles andere als gesund, denn sie enthalten viel zu viel reinen Zucker. Und wir wissen, wenn wir in der Früh zu viel Kohlenhydrate zu uns nehmen, vor allem in Form von reinen Zucker, dann schießt unser Insulinspiegel nach oben, aber auch genauso schnell wieder runter. Das Ergebnis ist, wir bekommen schnell wieder Heißhunger, noch vor dem Mittagessen. Und das wollen wir doch vermeiden. Wir wollen frühstücken und dann langanhaltend und gesättigt bis zum Mittagessen durcharbeiten, ohne in so ein Insulinloch zu kommen. Und deswegen lasst mich euch heute zeigen, wie wir ganz schnell und ganz einfach ein gesundes, langsättigendes Müsli einfach selber zubereiten können. Ein Müsli besteht in der Regel aus drei Komponenten, die unterschiedlich oft vertreten sein können. Die Komponente 1 ist Getreide. Ich bevorzuge Hafer, warum erkläre ich euch später, aber ihr könnt natürlich auch jegliche andere Art von Getreide hernehmen. Ob das jetzt Dinkel, Roggen, Weizen, Vollkorn, Fünfkorn, egal. Komponente 1, Getreide. Komponente 2 ist eine Eiweißquelle. Dazu gehören tierische Milchprodukte, pflanzliche Milchprodukte, Nüsse, Samen, jegliche Art eben von Proteinquelle. Und die dritte, letzte Komponente sind Früchte. Das können frische Früchte sein, getrocknete Früchte oder tiefgefrorene Früchte. Ganz egal, die Früchte bringen uns die nötigen Vitamine und eben auch die gewünschte Süße mit ins Müsli. Meine Müsli-Variante enthält gefrorene Früchte und Joghurt und Sonnenblumenkerne als Eiweißquelle, gleich nach dem Elvis. Für unser heutiges Müsli brauchen wir 4 bis 5 Esslöffel Hafer. Den geben wir in eine Pfanne oder in einen Topf, den wir erwärmen können, weil wir wollen den Hafer vorher ein bisschen anrösten. Ganz einfacher Grund. Wenn wir den Hafer vorher anrösten, dann bekommt ihr nochmal so ein richtig schönes, nussiges Aroma. Und vor allem im Müsli schmeckt der Hafer viel intensiver, viel aromatischer. Meiner Meinung nach auch viel besser, wie wenn man ihn ungeröstet lässt. Wenn die Flocken schön angeröstet sind, nehmen wir heißes Wasser zwischen 100 und 125 Milliliter und übergießen die Flocken einfach mit dem heißen Wasser. Wir rühren den Hafer so lange, bis wir einen schönen, schleimigen Haferbrei bekommen. Wir wollen, dass er schleimig wird, denn das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt uns nämlich, dass jede Menge Beta-Glucan enthalten ist. Beta-Glucan ist ein Ballaststoff, der in Getreide vorkommt, aber vor allem in großen Mengen in Hafer. Das Beta-Glucan sorgt dafür, dass wir nicht nur einen schleimigen Brei bekommen, sondern es sorgt auch dafür, dass wenn wir anfangen, das Müsli, also den Hafer, zu verdauen, die Kohlenhydrate nur ganz langsam abgegeben werden. Das heißt, unser Insulinspiegel bleibt konstant und schießt nicht nach oben und nach unten. Und das ist das Tolle am Hafer und am Beta-Glucan. Darüber hinaus hemmt das Beta-Glucan im Hafer auch noch die Aufnahme von Cholesterin. Das heißt, unser Cholesterinspiegel wird gesenkt durch das Beta-Glucan. Das sind jetzt nur zwei Vorteile vom Hafer gegenüber anderen Getreidesorten. Es gibt noch wesentlich mehr, 4, 5 Vorteile könnte ich euch nennen, warum ihr Hafer statt anderen Getreidesorten nehmen sollt. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Der Haferbrei ist fertig. Wir geben jetzt noch eine ganz kleine Menge Salz, eine Prise Salz dazu. Auch wenn wir ein süßes Müsli machen, ist Salz ein hervorragender Geschmacksverstärker. Eine ganz kleine Menge reicht da schon aus. Als nächstes werden wir die Früchte zubereiten. Ich habe schon angedeutet, dass ich gefrorene Früchte nehme. Es sind insgesamt knapp 150 Gramm, die ich heute verwende, bestehend aus gefrorenen Kirschen
und gefrorenen Erdbeeren. Die übergieße ich einfach mit sehr heißem Wasser und lasse sie für 1, 2, 3 Minuten stehen. Wenn die Früchte aufgetaut sind, werde ich die Hälfte davon samt der Flüssigkeit in den Mixer gießen. Dazu erstmal ein Sieb, damit ich die Flüssigkeit abgießen kann. Und dann die Hälfte der Früchte zusammen mit 3 Datteln. Die Datteln geben dann nochmal eine extra Süße mit rein, sind extrem gesund, gut für die Verdauung und wie gesagt, eine gute Süße kommt dann noch mit dazu. Wir haben jetzt hier knapp 75 Gramm Früchte und 3 Datteln gemixt und das mische ich jetzt unter den Haferbrei. Nicht alles, schauen wir mal, wie viel wir brauchen. Das Müsli ist fast fertig. Wir schütten jetzt unser Haferfruchtpüree-Mix in eine Schüssel. 2 bis 3 Esslöffel Joghurt kommen noch dazu. Und zu guter Letzt natürlich die restlichen Früchte. Die nehmen wir einfach oben drauf. Dann habe ich hier noch ein Glas voll Sonnenblumenkerne. Die könnt ihr natürlich auch anrösten, um mehr Aroma rauszuholen. Ich röste sie jetzt nicht an, ich streue sie einfach nur drüber. Ich habe meine Haferflocken angeröstet. Das reicht mir persönlich an Röstaromen im Geschmack. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Einfach noch eine ordentliche Portion Sonnenblumenkerne drauf. Und fertig ist ein super gesundes, sehr sättigendes, wenig kalorienreiches Frühstück, das uns bis zum Mittagessen durchbringt, ohne Heißhunger. Und einfach nur toll im Geschmack. Nicht zu süß, nicht zu sauer, super cremig, schöne Röstaromen. Wenn euch das Müsli gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schreibt mir in die Kommentare, was ist euer Müsli, wie baut ihr euer Müsli auf und nachmachen, probieren, gesund bleiben. Haut rein!